Servus Leute, hier sind wir wieder zurück beim Megaprojekt vom Landwirtschaftssimulator 2013. Diesmal nur mit mir alleine. Die anderen haben da Vorarbeit geleistet. Ich war da leider nicht da. Und ja, diese Part wird ganz aktuell aufgenommen. Halt, ich bin jetzt nachher, wenn ihr den seht, der wird heute mittags kommen. Ich hab den jetzt noch schnell aufnehmen müssen. Und ja, schauen wir uns mal an, was sich so getan hat. Ja, natürlich habe ich mich jetzt nicht eingeloggt, und dass ich das Geld sehe. Fehler. Aber soll ja kein Problem sein. Wir werden mal schauen, was wir so im Lager haben. Da kriege ich Gesamteinnahmen. Das dürfte eine große Nachfrage gewesen sein. Die letzten Tage. Hier auch noch einmal eine Nachfrage am vorgestrigen Tag. Und dann da auch noch einmal was. Halt, wir dürften einiges an Geld haben. Aber ich glaube, wir haben einiges an Weizen, Gerste und Raps im Lager. Schauen wir uns mal auf die Karte, welche Felder gehören uns. Ja, letztes Mal, der letzte Part von mir ist der 40 Minuten Part, Special Part. Da sieht man, dass wir das Feld 14 gekauft haben. Das TÜV haben sie einmal angesehen und geerntet mit Weizen. Feld 16 ist auch abgeerntet und Feld 5 und 6 gehört noch abgeerntet. Jo, dann schauen wir mal durch die Fahr- oder schauen wir mal, was für Fahrzeuge wir gerade besitzen. Weidemann, hey, wir haben die Silagezange gekauft, endlich, dass wir mehr Kapazität haben. Killibert, den haben wir gehabt. Die Cayena haben wir auch schon gehabt. Die Kuhn-Kombo. Den Düngerstreuer. Den kleinen, das ist oh, der 6. Nein, ist ja der große. Schon. Dann den Glas, den haben wir auch gehabt. Den Glas Quantum. Zwei Schlüter, ein Käse und den Krampe. Halt, sie haben eigentlich nichts dazu gekauft. Jo. Schauen wir mal kurz, wie es bei der Schafproduktion aussieht. Ob die Schafe vielleicht. Okay, die Wollpalette ist noch nicht voll. Schauen wir, ob die Schafe noch ganz kurz Futter brauchen. Und dann schauen wir ganz kurz noch zu den Kühen hinunter. Und zur Biogasanlage, wie viel da vorhanden ist. Ja, warum nehme ich alleine auf? Es ist sich gerade nicht bei mir so ausgegangen die letzten Tage. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, es ist das FCS, halt das Farming Champion Simulator, nicht gekommen am Sonntag, weil da hat es ein kleines technisches Problem gegeben. Irgendwo hat es mir da die Tonspur zerstört, die muss ich jetzt noch synchronisieren, der wird aber auch heute kommen. Halt nicht synchronisieren, ich muss die komplett im Endeffekt neu aufnehmen. Oder ja, ein bisschen ein Teil, die hat man circa nach 6 Minuten oder 5 Minuten hat einmal die Zeit abgebrochen. Von der Audiospur, halt die Soundspur vom Spiel ist zwar da, aber die aufgenommene Audiospur, meine Voice-Spur ist leider nicht vorhanden. Jetzt synchronisiere ich da ein bisschen was nach. Das mache ich jetzt nach der Aufnahme sofort. Während ich mit dem Part hier renne und dann sofort hochlade. Sonst, ja, League of Legends wird heute, weiß ich noch nicht ganz sicher, wie ich dazu komme. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, aber normalerweise sollte der heute trotzdem kommen. Jetzt bin ich gerade am Verlaufen, ich wollte eigentlich zur Kuhweide rüber und schauen, was sich da so tut. Ja, der wird sicher auch kommen, ich weiß noch nicht, ob der jetzt so regelmäßig kommt wie die letzten Male, aber ich wollte eigentlich ja 30 Parts durchziehen, halt bis Anfang des nächsten Monats und dann umsteigen auf 2-3 Parts pro Woche. Das... ja, sollte ausreichend sein, weil es ist nicht so ein mega, also ein Wahnsinnsprojekt, das jeder ansieht, und das würde ich mal sagen, da reicht das auch. Schau, okay, Silage ist leer, Heu ist voll, Stroh ist voll, da haben wir auch noch 27 Tonnen drinnen. Wie viel haben wir denn da in dem, der Anhänger wird auch ziemlich noch voll sein, so wie ich das vermute. Okay, der ist nicht so voll, aber okay. Schauen wir mal, ja, ich schätze so zwei Drittel oder sowas wird er voll sein noch, halt noch mehr als wie genug. Dann würde ich sagen, dreschen wir mal geschwind das Ding, dass man nachher sich auch was zeigen kann, dass ich was gemacht habe. Auch wenn der Bart dann größer wird, aber das ist ja vollkommen egal. Ja, ich weiß nicht, die Leute, was halt bei mir Farm Champion Simulator sehen, wissen ja, dass ich einige Projekte in Planung habe, einiges noch machen will, noch nicht genau weiß, was genau, und ja, ich habe auch vor, dass ich vielleicht diese Woche mal ein kurzes Infovideo mache, dass man mal ein bisschen die Community hört, was für Vorschläge es gibt, wie was gemacht werden soll und so weiter. Aber diese Woche ist bei mir halt wahnsinnig stressig. Ich habe jetzt heute Zeit,
eigentlich auch nicht so richtig. Eigentlich sollte ich auch am Abend da sein, bei einer Veranstaltung. Aber die würde ich, glaube ich, ausfallen lassen, da ich eh gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen bin und ich muss am Wochenende fit sein. Ja, da ich Freitag eine Veranstaltung habe, Samstag den ganzen Tag was habe und Sonntag dann zum Ausschlafen und zum Erholen werde brauchen und zum Aufnehmen natürlich. Wie es dann weitergehen wird, halt das Megaprojekt wird sicher jetzt einmal noch zweimal am Tag kommen diese Woche. Danach werden wir sehen, halt vielleicht sieht es bis zum Livestream, der am 2. November stattfinden wird wahrscheinlich. Ist noch nicht sicher ganz genau, aber schaut ziemlich gut aus. Ziehe ich das durch und danach werden wir vielleicht auf ein Bad, vielleicht mache ich dann ein zweites Projekt noch dazu. Mit einem Freund von mir, der ich gerne Terraria aufnehmen. Da müssen wir uns nur noch Termine finden, dass wir da ein bisschen vorproduzieren, weil das soll ja dann, das ist ein Spiel, wo ich auf jeden Fall auch jeden Tag ein Part rausbringen will. Jo, wie schaut sonst so aus? Mein Kanal wächst und wächst und wächst und wächst und ich werde, glaube ich, gar nicht mehr auf zum Wachsen. Und ja, bin ich halt gespannt, wie das weiterläuft. Bin halt voll stolz auf meine Community. Ich bekomme gutes Feedback, bekomme auch habe interessante Diskussionen mit teilweise mit Leuten. Es ist nicht nur so, ja, die schauen halt in meine Videos, sondern ich bekomme auch Kommentare, bekomme meine Likes, die mir viel mehr bedeuten als jedes, halt jetzt jeder Abonnent und jeder, der das Video schaut, weil der ein Kommentar, mit dem kann ich was anfangen, mit einem View. Und ja, mit einem View kann man, okay, man kann mit dem Daumen nach oben nachher wieder was anfangen, dass du gut warst. Aber wo man sich verbessern kann, und bin ich einfach noch nicht so weit, dass ich, ich bin schon voll, dass ich sagen kann, ich bin nicht perfekt. Weil nach zwei Wochen oder jetzt die dritte Woche Let's Player sein, kann ich nicht behaupten, ich bin perfekt. Da gibt es noch Luft nach oben. Bekomme zwar von vielen Let's Playern auch große Worte immer hinterhergeschmissen, so McManius, ja, er dankt mir halt, er findet mich so gut und er ist ein guter Let's Player und so weiter, aber es gibt natürlich noch was nach oben. Halt, ich will nicht so jetzt sein, dass ich jetzt schon an meiner Spitze erreicht habe und nur von den Lorbeeren jetzt der anderen, weil ich bin eigentlich groß geworden durch die beiden, durch den Guten, durch McManius, durch die anderen fünf Let's Player noch, die beim Megaprojekt mitmachen, die auch ihren Content liefern jeden Tag, und denen gehört auch vielen Dank zu allen noch einmal gesagt, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich da als kompletter Neuling eigentlich mitmachen habe dürfen. Auch wenn ich sozusagen beim Guten dabei war, davor beim Karl dabei war, dem es gerade bei seinem Kanal auch nicht so ganz rund geht. Leider habe ich da nicht mehr so richtig in Kontakt zu ihm, aber ja, vielleicht ändert sich das ja wieder. Sonst danke, liebe Community, dass ihr mir treu seid. Auch noch 3 Wochen, okay, es ist noch nicht so viel, also eine lange Zeit, aber wenn einer überhaupt nicht gefallen würde, würde man, glaube ich, nach wenigen Tagen schon wieder sagen, nein, ich schaue nichts mehr. Und da macht es halt doch mehr Laune auch für mich aufzunehmen. Auch aktuell aufzunehmen, immer live zu sein, nicht zu lange vorzuproduzieren. Was halt auch schwer ist, weil das Aufnehmen und so weiter kostet alles Zeit und das Ganze hochladen und bla bla. Render, encodieren und Video, halt Audio nachbearbeiten. Ja, aber ich mache es gerne für euch. Was gibt sonst so noch zu sagen? Ja, das Megaprojekt läuft ganz gut, finde ich. Es sind 4-5 Leute ziemlich aktiv, die ihren Bad zumindest täglich bringen oder zumindest jeden zweiten Tag bringen. Und dadurch geht auch einiges weiter. Es wird auch sicher eines der nächsten Investitionen sein, einmal ein, schätze ich mal, ein neuer Drescher und mehr Geräte und bla bla. Weil beim Livestream, wenn wir wirklich alle 8 zusammen bekommen würden, was ein Wahnsinn wäre, haben wir sonst zu wenig Arbeit oder zu wenig Geräte für die 8 Leute. Weil wir haben jetzt 3 Schlepper und einen Mähdrescher, einen Profi-Hopper, okay, einen Weidemann noch, aber das ist nicht so. Das denn schon unsere 5-6 Schlepper oder sowas, würde ich sagen, brauchen. Plus andere Geräte natürlich.
dass man da mal auch zu 8 spielen kann. Und ich bin schon gespannt, wie viele von der Community dabei sein werden. Halt per Live-Chat. Und was für positive, was für Feedback wir bekommen, oder wie das ankommt und was für ein chaotisches Durcheinander es wieder sein könnte. Ja, es wird noch interessant werden. Sonst so weiß ich eigentlich gerade nicht, was ich weitermachen werde auf dem Kanal. Das Terraria-Projekt wird ziemlich fix kommen. Das andere Projekt, was ich im FCS, halt im Farm Champion Simulator angekündigt habe, wird kommen, wenn ich positive Rückmeldung der Community bekomme. Halt, dass ich da eine Art Lohnunternehmen von mir aus starte. Ich würde es auch im Infovideo nochmal erklären. Die dann die blablab, Tutorials, halt Giants Tutorials, Modding Tutorials, was ich machen wollte. Kann ich noch nicht genau sagen, ob ich da jetzt 20 genau mache, da brauche ich einfach Themen von euch, weil es ist für mich schwer, weil ich doch einiges schon weiß, dass ich sage, ja, ich mache da jetzt ein paar Themen einfach nur so. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mir denken kann, okay, das interessiert jeden, was sicher wichtig ist auch. Und aber ich muss halt ein bisschen, wäre mir halt wichtig, dass ich sozusagen euch etwas bieten kann halt. Dass ich nicht nur sage, ja, ich mache jetzt das Tutorial und das Tutorial und das Tutorial. Und ja, eigentlich sind das Tutorials, mit denen ihr nicht wirklich was anfangen könnt, weil ihr damit nicht umgehen könnt oder weil ihr das eh nicht braucht. Darum mache ich das lieber Tutorials, die jeder braucht oder die ihr gewünscht werden. Nicht sozusagen Tutorials, die ja nur ich glaube, dass sie gut ankommen könnten. Sondern wo ich einfach weiß schon von der Community, okay, da gibt es 2-3 Leute oder einen, der sich dafür interessiert. Und dann mache ich das natürlich. Weil es ist, sagen wir so, für mich. Ich muss mir das zuerst anschauen und aufnehmen und so weiter, wie das abläuft und bla bla bla. Aber es ist nicht so viel Aufwand, dass ich sagen muss, ich muss mir da jetzt ewig lang vorbereiten. Natürlich muss ich mal ein paar Sachen immer vorbereiten, wie Gebäude runterladen, wenn ich das in meine Map einbauen will, oder was gibt's noch? Fahrzeuge herunterladen, dass ich weiß, wie man da jetzt das ändert und mir das genauer kurz anschauen, weil es ist ja doch nicht so, dass ich das nachher während einem Tutorial suchen soll. Das kommt ja auch nicht gut. Weiters wird sich bei meinem Kanal wahrscheinlich, das Banner will ich jetzt noch einmal überarbeiten. Den Text und so weiter will ich alles ein bisschen neu gestalten, weil ich doch jetzt doch schon 3 Wochen auf YouTube bin. Wahnsinnserfolg. Für mich wahnsinnig erfolgreich, für 3 Wochen so kurze Zeit so viele Leute zu befreien und die Klickanzahl steigt stetig. Und da will ich einfach schauen, dass man da irgendwie, dass ich da irgendwas ein bisschen moderner gestalte, ein sinnvolles Banner, ein bisschen 3D, ein bisschen Design, Grafikdesign, vielleicht kann ich da, ich kenne eh ein paar Freunde von mir, die das können auch. Ja, wenn sich wer von der Community bereit erklärt und der hat Ahnung, gerne her damit, kann man sich gerne mal zusammensetzen und das ist ja mal erklärt, was ich so ungefähr haben will, weil dann ist halt ja doch eine Hintergrundbedeutung und da gibt es halt doch einiges, was ich eher so haben will, wie das so war. Ja, durch das Wachstum werde ich halt ziemlich auch bekannt bei anderen YouTubern und bekomme schon diverse Anfragen zu anderen Dingen. Möchte aber jetzt noch nichts Konkretes sagen, aber es könnte sein, dass sich ein bisschen was ändert bei mir am Kanal. Es wird zwar mein Kanal bleiben, es wird auch kein zweiter sozusagen dazukommen, das sage ich jetzt schon klar raus, weil ich mache das sicher nicht einen offenen Kanal, wo 3-4 Leute drauf sind und hochladen, sondern nein, es wird mein Kanal bleiben. Ich will schauen, dass ich in jedem Video dabei bin und natürlich auch kommentieren, machen, tun und bla bla. Und ja, das ist das Wichtigste eigentlich, dass dann mal der Kanal erfolgreich läuft, gut läuft. Bis Weihnachten habe ich noch einige Zeit. Ich bin dann Weihnachten wahrscheinlich 2 Wochen nicht da, dann muss ich vorproduzieren. Aber das läuft alles so gut, weil das läuft gerade alles so prima, wie es laufen soll. Ich kann mich nicht beklagen. Und weil ich schon wieder sehe, es läuft die Zeit und es läuft die Zeit und es läuft die Zeit, der Bart hat schon wieder seine Länge erreicht.
Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Bad. Vielleicht mache ich gleich jetzt noch einen Bad dran und rede dann einfach gerade mal weiter. Leute, ciao!